Volles Haus in diesem Jahr im Olympiastadion. Das Oval verzeichnete heuer einen Boom wie noch nie. Mit Andreas Gabalier, Helene Fischer und die Krönung kam am Schluss. Das erste Halbjahr lief wirklich fantastisch. Vor allem haben wir diese Open-Air-Saison das erste Mal geschafft, alle Konzerte trocken durchzubringen. Und nicht nur trocken, sondern die letzten beiden von Ed Sheeran waren wirklich glanzvoll, muss man sagen. Also wir hatten zwei wunderbare Sommernächte und dann zeigt sich immer unser Stadion. Es ist einfach eine einmalige Kulisse, in so einem Sommerabend in einem Konzert zu sitzen. Der Vollmond geht noch auf über dem Stadion und auf dem Berg und rund um das Stadion sitzen Leute mit Picknickdecken und hören sich kostenlos das Ed Sheeran-Konzert an. Das war für mich wirklich das absolute Highlight in diesem Jahr. Auch jetzt im August bietet der Olympiapark viel Programm für alle Daheimgebliebenen. Das Sommerfest im Park geht noch bis 19. August mit Fahrgeschäften, Budenstraße, Theatron-Seebühne und vielen Wasseraktivitäten. Die Ausstellung Dino World wurde bis 9. September verlängert. Am 17. und 18. August findet im Olympiapark der Boulder World Cup statt und am 16. September das Outdoor-Sportfestival. Außerdem im nächsten Jahr findet bei uns eine Vorrunde der Handball-Weltmeisterschaft statt, und zwar vom 11. bis 17. Januar bei uns in der Olympiahalle. Die Gruppe ist schon ausgelost, steht fest. Wir haben also den amtierenden Europameister Spanien dabei. Die Kroaten sind dabei, Mazedonien, Japan, Bahrain und auch Island. Und da freuen wir uns insbesondere auf die Fans. Wenn die genauso toll sind wie die isländischen Fußballfans, dann ist da sicherlich einiges geboten in der Olympiahalle. Nach der Sommerpause startet die Konzertsaison in der Olympiahalle, zum Beispiel mit Crow oder den Fantastischen Vier. Für die Metal-Fans ist auf alle Fälle was dabei. Es kommt Nightwish und Slayer. Für die, die es etwas ruhiger mögen, kann ich Ray Garvey empfehlen oder Shania Twain. Wir haben den großen Filmkomponisten Hans Zimmer bei uns, der diesmal das erste Mal mit einem Riesenorchester seine tollen Filmhits aufführt. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und dann am Ende des Jahres, wie immer ganz traditionell, im Dezember Night of the Proms. Noch bis 17. August treffen sich die Kids in der Spielstadt Mini München. Aber vermutlich das letzte Mal hier auf dem Gelände der ehemaligen Eventarena. Denn der Bau der neuen Halle steht bereits in den Startlöchern. Investor und Betreiber ist Red Bull. Und es wird eine neue, hochmoderne Halle werden für Sportevents und sportnahe Events. Also eine top-moderne Sportlocation. Und da freuen wir uns drauf, dass wir die Infrastruktur im Park somit verbessern können. Basketball und Eishockey sind die Ankermieter. Aber wie gesagt, Red Bull hat natürlich auch vor, und auch wir haben vor, diese Halle auch für andere Sportarten zu nutzen, auch für große internationale Turniere. Ich bin zum Beispiel totaler Tennisfan. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mal wieder ein schönes Tennisturnier hier in den Olympiapark holen. Das wäre zum Beispiel eine schöne Geschichte. Es muss nicht immer Fußball sein. Und so sieht der aktuelle Zeitplan für den Bau der neuen Halle aus. Es gibt jetzt erst einmal die Ausschreibung. Also es gibt einen Einladungswettbewerb für Architekten. Und wir gehen davon aus, dass der erste Spatenstich dann auch doch so im Sommer 2019 sein wird. Rechtzeitig zur Saison 2021-22 soll die neue Halle dann stehen.